Die Doku ist so entstanden, dass Olli an uns herangetreten ist mit dem Konzept und der geschrieben hat, dass er uns gerne begleiten würde und die Doku gerne machen würde. Wir haben uns dann getroffen irgendwann mal. Das hat echt eine Weile gedauert. Er hat so ein bisschen bei uns rumgebaggert. Und dann irgendwann haben wir uns getroffen und haben uns zusammengesetzt. Wir fanden das Konzept super. Und ja, das hat auch irgendwie ganz gut gefunkt dann so zwischen uns. Wir haben uns echt gut verstanden und relativ schnell dann entschieden eigentlich, dass wir den Film machen. Wir haben über 2 Jahre gedreht. Gefühlt, es war noch länger. Es gab auch echt viele Meetings und viel Gespräche und so. Also es hat auf jeden Fall ganz viel Input auch von uns gegeben und das war eine ganz schöne Zusammenarbeit, die auf jeden Fall aber so ein bisschen gewachsen ist. Also es war echt so ein Prozess auf jeden Fall. Da muss natürlich ein wahnsinniges Vertrauen da sein und wir sind ja jetzt auch schon eine ganze Weile dabei und für uns ist es natürlich auch nicht immer so einfach, die Türen so aufzumachen und jeden reinzulassen und ja, hier und da gab es auch mal Diskussionen, na klar, also das war immer alles sehr konstruktiv und hat auch immer irgendwo hingeführt, also es war nie einfach nur Scheiße oder so, sondern wir haben uns eigentlich ganz gut verstanden und ganz gut ausgetauscht und sind aufeinander zugegangen. Und eigentlich, ja, mit uns und Olli lief das immer irgendwie ganz gut, würde ich sagen. Ja. Also wir haben uns echt immer ganz gut verstanden. Wir haben auch über die Zeit natürlich, wie gesagt, das ist natürlich total wichtig gewesen, dass wir da ein Vertrauen aufbauen können, weil ansonsten kannst du da nicht reingucken lassen. Und uns war wichtig, dass wir die Kamera vor allem mehr laufen lassen können und wir uns nicht zurückhalten müssen. Ich glaube, das ist so das Wichtigste an einem guten Dokufilm, dass du einfach nicht das Gefühl hast, oh, das darfst du jetzt nicht mitfilmen oder hier musst du jetzt rausbleiben oder so, sondern dass man wirklich sagen kann, man wird dann auch 24/7 begleitet und hat das Vertrauen, dass der Film zum Schluss gut geschnitten wird. Toyota TV ist halt einfach wirklich Begleitung von uns und der Film ist vielmehr aber die Vision und die Sicht von Olli auf die Band von außen. Hat natürlich auch einen roten Faden und ist ein bisschen... Genau, wir haben auch Sachen gestellt, natürlich Tokyo TV, da ist nichts gestellt. Wir haben mit Olli explizit auch Sachen gefilmt, in der Wüste und so weiter. Also gab es wirklich Szenen, die auch wirklich zum Film beitragen und wir haben einen richtigen Film zusammen gemacht. Und Tokyo TV ist ja wirklich rein... Genau, es war schon ein bisschen mehr Storytelling in dem ganzen Doku-Film als jetzt bei Tokyo TV. Und der hatte halt so eine Vision dahinter. Tokyo TV hat nie eine Vision, das wird immer irgendwann einfach... Entertainment gut zusammengeschnitten. Also nein, aber das hat ja keine Idee von vornherein, sondern wir wollen einfach mit unseren Fans unser Leben teilen. Und bei dem Film ist es einfach so, dass Olli seine Sicht auf die Band mit den Leuten teilt. Und das war auch für uns spannend, das so zu sehen. Ich glaube, wir haben ganz schön viel voneinander gelernt, gerade weil wir viele Interviews auch nicht zusammengeführt haben und wir eigentlich erst im Kino gesehen haben, was wir so gegenseitig erzählt haben, auch zu den gleichen Fragen teilweise. Und darum ist es ganz witzig gewesen, wie man das so, ich meine, wir lagen da nicht weit auseinander, aber es war trotzdem ganz lustig zu sehen, was... Das war schon ganz spannend, wie man das so gegenseitig sieht, ohne dass man jetzt zusammensitzt und auch die Dynamik mal so auseinanderzureißen, ne? Dass jeder mal so sein für sich sein Ding hat und in seinem Environment gefilmt wird und so. Das war schon auf jeden Fall special, würde ich sagen. Ja, obwohl wir beide natürlich zusammen waren, Interviews gemacht haben auch. Ja. Oder aber wir wurden auch getrennt Interviews. Ja, stimmt, ja, aber da saß immer der andere hinter der Kamera. Nee. Nein, du warst im Auto, du warst ganz weit weg, als ich da alleine im Park saß zum Beispiel. Stimmt, aber als du im Pool saß, warst du schon wieder mit irgendwie so überprüfen mit einem Ohr wieder mit dabei. Nee, aber das war schon ganz, ich fand schon ganz gut, dass wir das auch mal so sehen. Also es war für uns auch mal so interessant, so zu sehen, wie wir so funktionieren und wie das so von außen so ein bisschen wirkt. Also man hatte auch zum ersten Mal das Gefühl, selber Zuschauer zu sein, so ein bisschen. Der Film an sich ist super geworden. Ich glaube, wir hatten so ein bisschen Befürchtung, dass wenn man nur die ganze Zeit drauf hält und uns nur die ganze Zeit filmt, dass es ein bisschen langweilig werden kann oder vielleicht auch der rote Faden fehlt, weil wir natürlich zum Schluss einfach nur drauf loslabern. Und das ist, glaube ich, hat ganz gut geklappt. Da war eine gute Dynamik drin. Ich finde, man hat einen roten Faden. Es wurde nicht langweilig, man bleibt dran. Es bleibt spannend. Es wird nicht langweilig. Ich habe gedacht, dass das... ohne Off-Ton oder so ein bisschen konfus wird das Ganze. Und nee, aber man hat auch irgendwie, ich finde, man kriegt schon einen ganz guten Einblick in so die Welt, wie wir so funktionieren auf jeden Fall untereinander und wie wir miteinander sind. Und man kriegt einen guten Einblick, man taucht tief ein, aber es bleiben trotzdem noch genug Geheimnisse für einen weiteren Film. Genau. Ich mag das sehr von uns am Strand mit den Hunden.
Ja, das ist schön. Das finde ich sehr schön. Das ist sehr schön geworden. Das ist süß, ja, das stimmt. Ich mag auch sehr die Aufnahmen in der Wüste. Da habe ich einfach ein sehr schönes Outfit an. Man achtet auf die Schuhe. Ja, das sind so meine Lieblingsszenen. Also ich mag aber natürlich auch die Konzertmomente. Die sind auch also wir in Japan drüben waren, das war auch eine meiner Lieblingsszenen. Ja, wir waren drüben in Japan gewesen. Ach stimmt, da habe ich auch gelacht, ja. Dieses gewesen, ja, das geht auf dem Zwiebelacker, ne? Ja, genau, auf dem Zwiebelacker. Kannst den Jungen aus Magdeburg nehmen, aber Magdeburg nicht aus dem Jungen, ne? So was du da machst. Der wird erstmal vor allem auch im Fernsehen kommen, der Film. Genau. Fernsehen, Kino. Kino, wir werden ihn sicherlich auch zum Streaming haben und den gibt es dann auch online zu kaufen. Der DVD wird es bestimmt auch geben. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Film. Ihr guckt dann auch noch den zweiten Teil, wenn der dann rauskommt. auf jeden Fall, schön, dass ihr alle da wart. Ich hoffe, ihr habt einen guten Abend gehabt und wir sehen uns bald bestimmt in Person. Ciao. Bis dann.